careful little hands what you do. Wieso wird das lauter, wenn ich mich daran hänge? He's coming. Aber wer kommt? Vielleicht lösen sich die Rückwärtsvideos am Ende auf. Ja, vielleicht. Ansonsten, muss ich halt dran denken, die Rückwärts... Oh, shit. No! No! Let go! Fuck! Give him to us! Fuck, let us have him! Fuck off! God damn it! No! Ah, oh, praise no. God, Miss Prophet, now. Praise God. Forgive me, Lord. But I have to be sure. Open your mouth, Nick. What? There you go. God, please, let him be one. He's a mark. He's pure. He is the Skull Messiah. Was? Alter! Quick dog's cut! He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First we gotta get him on that cross. Was? Get my hammer and nails. Was? Let's get on up that hill. Ey, ihr seid doch krank, Leute. He will come swings. Immaculate as a newborn. He will give us his gospel. The sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. Yeah. See, we prepared. Hygienische Verhältnisse ist halt bei Outlast mal so ganz an letzter Stelle gesetzt. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. Salvation after the end. A gospel? The truth. Your guidance. We suffered a long time waiting on you. Well... Old Nick, I guess we better put those nails in. Wait, wait, wait. Ah! Oh God! Oh, ihr kranken Bastarde! Oh nein! Oh, das ist doch fast schon genauso fies wie mit den Fingern in Outlast 1. Was ist? Nick, hand me that. A wreckage. Of course. How could I not see it? A modern Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering moon. I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. No! 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 You want to Tja. Auch rein, keiner gedacht, dass man jemals. Ja, so also mit handfrei für eine Waffe ist ja jetzt nicht so, ne? Wenn man so am Kreuz hängt. Scheiße. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ich könnte mich ja eigentlich mal. Leuchten, damit ich mich mal besser wieder in der Kamera bewege. Da komme ich, war echt spät drauf. Aber besser spät als nie, gell? Ja, war ziemlich dumm mit deiner, wenn das jetzt endet.
Ach du Scheiße! Nein! Never! Oh nein! Wie. Oh Gott! Fuck! Gott! Fuck! Gott, stop bleeding! Gott! Ich hab nicht meine Ahnung, wo ich hinlaufen soll! Wahrscheinlich zum Feuer. Schwarzer Kastenhype. Ja, Jan, ich habe herausgefunden, was der schwarze Kasten ist. Das ist, es kommt immer, wenn eine Trophäe im Game erscheint. Nein, da ist nichts. Aber hier. Oh, sieht das gemein aus. Fuck. Ja, weil PlayStation ist irgendwie automatisch dann. Die geben doch ein paar Sachen, geben die nicht raus bei Streams. Ja klar, weil so zweimal um den Arm wickeln voll reicht. Natürlich. Scheiße, jetzt habe ich keine Kamera, das heißt im Dunkeln sehen wird nichts. Halleluja. Ach so ein Mist. Ey, hat zwei Löcher in den Händen, aber klettert noch fröhlich rum. Was ist denn kaputt mit diesen Menschen? From Dusk Till Dawn. Den Film habe ich immer noch nicht gesehen. Gibt's denn jetzt nicht eine Serie zu? Oder war es andersrum? Ach, keine Ahnung. Da an diesem Kreuz hängen wir. Ja, aber Adrenalin geht auch irgendwann. Ist auch nicht immer da. Das heißt, irgendwann fällst du in Ohnmacht. Das für Adrenalin kann der Körper nicht die ganze Zeit ausschütten, wenn es irgendwann ruhiger zugeht. Ah. Ja, ich bin doch schon weg, Mann. Lass mich in Ruhe. Ja, Spieldesign ist nicht immer logisch. Er kann seinen ganzen Körper eine Wand hochziehen mit durchlöcherten Händen, aber ist unfähig, eine Axt zu schwingen, welche da wohl schon mehrfach irgendwo rumlag. Ja, da gebe ich dir recht, Lisa. Ich bin nicht der Messias, Mann. Obwohl, vielleicht doch. Ich kann ja gern dein Messias sein. Dann mach ich aber dir das Leben zur Hölle. Toll. Toll. Jetzt habe ich mich aber mal original in eine Sackgasse gefetzt. Lass mich mal durch. Lass mich doch mal durch. Boah, bist du hässlich. Boah, ist der hässlich. Boah, ist der hässlich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Boah, war der hässlich. Ist ein aufgeschnittener Schädel? Bewegt er sich noch? Heilige Scheiße, der bewegt sich noch! Ja, okay. Ja, wir haben es verstanden. Ist okay. Alles gar kein Problem. Bleed, Messiah!
Als ob hier schon einer vorgeblutet hätte, du. Fuck, jetzt habe ich den zweiten Verband und die Batterie vergessen. Kacke. Egal, muss ich jetzt ohne auskommen. Oh, bei der Musik kommt doch bestimmt die Oma wieder. Kopfsprung! Bisschen das, die Wunden auswaschen, sofern möglich. Fuck. Sag mir jetzt nicht, der pisst jetzt in den Tümpel, in dem ich mich jetzt verstecke. Oh, please not. Komm schon, Mann, kannst du dich jetzt nicht bitte endlich verpissen? Also. Ah, bitte sag mir jetzt nicht, der hat hier ernsthaft hineingepinkelt. Voll geil! Goddamn Vultures. How many corpses did you? I keep coming back earlier. What the fuck? Huh? Also ich finde, muss man dazu sagen, ich finde es echt gut gemacht, wie die Szenenwechsel gemacht sind. Oder bei Amnesia, bei Dead Space und bei Amnesia gab es so ekelhafte Dinger. Da ist eine Batterie. Ich glaube, ich kann schon erahnen, was da steht. Aber was dann tatsächlich steht, werden wir dann wohl bald herausfinden. War ich hier nicht schon? Ja, Mann, das ist tatsächlich ein Telefon. Ah! Was bist du hier? Alter! Bist du hässlich? Was war das? Was hast du denn für krasse Moves drauf? Yeah, voll die krassen Dance Moves. Dance Moves. Aber jetzt mal ernsthaft, wer läuft denn so? Das ist nicht mal gruselig. Ich will das nochmal sehen. Los, komm. Yeah, look at that moves. Okay.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Dann rennen wir mal um, unser Leben. Denke ich mal. Okay, solange er noch nicht kommt, oder er ist, was auch immer, bin ich jetzt wieder hier. Toll. Aber hier ist die andere Seite. Don't. Do not let me go. Bei dem anderen steht, glaube ich, suffocate the children. Also, ne? Das ist Knoten Ulf, der beste Freund vom Knoten Knoten. Knoten Ulf, super! Das ist der Knoten Ulf. Hallo? Ah, jetzt kann ich's. Oder auch nicht. Nope. Toll, jetzt soll ich wieder zurückgehen. Sinn zu dem Los. Ich höre eine Uhr ticken, okay. Ich dachte schon, ich höre irgendwo Schritte. Hier bei dem, glaube ich, dass da steht, suffocate the children. Was anderes ergibt da für mich persönlich keinen Sinn. Das Telefon. Welches für mich persönlich eindeutig in diesem Raum ist, weil es hier hell ist. Guten Tag, ich bin der Horst. Was kann ich für Sie tun? Hello. Oh, thank God you're alive. Ja, ich arbeite ja hier, ne? We're going to get you help. We'll get you out of there. Hey, Hilfe, ja, wieso? Ich arbeite hier doch. Ich hab da noch 5 Stunden zu arbeiten. Jetzt werden sie aber mal nett unfreundlich. Oh mein Gott! Oh Gott! Ah, 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 ah. Das war ja mal ein unfreundlicher Kerl. Also, beleidigt mich hier während meiner Arbeitszeit? Das kann er machen, wenn ich Feierabend hab. Jungs, ich muss euch was erzählen, das glaubt ihr mir nie im Leben. Fuck. Ich weiß, ihr könnt mich nicht leiden. Mann. Deswegen müsst ihr doch nicht gleich die Tür zuschlagen, nur wenn ich aus meinem Büro komme. Das ist echt unfreundlich. Yo! He's coming! Ja, ich weiß, dass er kommt. Ich bin schon wieder falsch gelaufen, ich Vollidiot. Tobi, hör bitte nicht auf, so zu reden. Sorry, ich kann den Kerl nicht ernst nehmen. Er kam von mehreren Seiten. Das ist uns. Ah, warte mal. Vielleicht. Nein! Ulf! Ulf, ich hab gesagt, wir klären das in der Mittagspause.